Hallo meine Freunde, willkommen zurück in We Rising. Jetzt wollte ich schon sagen, Valheim mit Wasabi und ohne Sigi. Ja, hallo zusammen. Ohne Sigi. Muss man schon dazu sagen, weil der Sigi gehört ja schon zum Inventar. Wir sind hier im Norden bei Gracefall. Wir besorgen uns jetzt makellose Haut, das erste für die neue Rüstung. Wir brauchen dann natürlich noch eine Spinnenkönigin, die haben wir noch nicht am Start, aber die Werwölfe da. Und wir werden mit dir jetzt ein bisschen uns da spielen. Ja, ich triff irgendwie mit der Fähigkeit die halbe Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie liegt mir dieser Schuss nicht. Ja, 13 Life Kalt mit dem Anschlag, jetzt weil ich den Typen getroffen habe. Eins. Also eigentlich auch mit links kriegt. Man heilt eigentlich schon gut. Und auch wenn es nur ein bisschen was ist, weißt du, wenn du und ich das machst, heilen wir sie immer wieder. Das sag aus. Sag aus oder brauchst du ihn nicht? Jo, geht nicht. Ist doch gerade gegangen. Warte mal, hat er sich geheilt ein bisschen. Jetzt geht's. Wow, ein Hit hat gefällt. Sorry, dann hat er sich hochgeheilt. Ich brauche aber jetzt auch Blut, ich bin auch leer. Ich habe 0,2. Der nächste gehört mir. Ja, das Problem ist, ich kann mich nicht heilen jetzt. Ich habe kein Blut. Schau. Spart der Blut, schmeißt die Fähigkeit immer auf uns drauf, ja? Sparen wir sie Blut wenigstens. Na jo, jetzt, aber na ewig geht's, es geht eh nur ein Stück. Bissl geht's. So, den Rest muss man ja anders irgendwie. Ich klopf mal da was auf, schau. Kein Blut mehr, schreit aber jetzt so. Da ist einer, ich pull den. Muss mir jetzt dann helfen, gell? Ich verliere Leben, weil ich kein Blut mehr habe. Das heißt, sie stirbt wahrscheinlich jetzt. Du musst mich dann aufklauen. Ja. Alternativ kannst du wegrennen, ja. Du hast jetzt eh voll Blut. Wegrennen und mich wieder retten. Aber ich habe null gehabt, ja, ich habe schon Leben verloren, ich habe nichts mehr tun können. Leider. Ich sehe leider deine Schadenszahlen nicht. Was macht denn die Waffen noch? Musst du schauen, was muss man da sagen? Was macht denn die Schaden? Weil eigentlich schaut das ja gar nicht so schwach aus, das Ding. Ja, aber ich hau jetzt einmal an. Nein, ich meine, hau an, rett's mich, dann kann ich dir ja helfen, aber ich hab kein Blut mehr gehabt. Ich hab schon live verloren voll. Ich kann mir dabei, wenn sie ist, ich hab Herzen mit, ich kann mir auch Herz reinhauen dabei. Das macht gar nichts. Ich brauch nur irgendwas. Was das cool ist? Ja. Ich craft gerade eine Ungeziefer-Salbe. Ich kann, wenn ich tot bin, craften. Ich meine, ich bin ja nur am Boden und noch nicht tot, aber ist cool, dass ich da craften kann. Gefällt mir. Mit den Pistolen musst du halt was treffen, das ist das Problem. Und das Problem habe ich gerade mit der roten Kugel, die auch für die Heilung auf dem Gegner abtriggert. Ich triff nämlich mit dem Schuss, ich weiß nicht wieso, ich triff mit dem nichts irgendwie. So, jetzt habe ich aber auch kein Blut mehr. Und kein Leben. Jetzt sind wir beide in Arsch. Ich hab 3 Herzen. So, und ich gebe da meine Herzen dabei. My blood reserves run low. Und 83 kann das schon. Ja, die suchen wir auch an. Einfach nur Blut. Ja, aber auch Kreatur bringt da was. Schau noch in der Mitte. Das bringt da sicher irgendwas Sinnvolles auch. Ich hole so einen Typen, gell? Der heilt sich nicht einmal, hat noch immer halbe Life. Na ja, Damage Redaction hast. Der Rest ist oben ins Bild ein bisschen sonnenresistent. Ja, ich glaube, die Fähigkeit kann man echt sparen.
Das resettet. Na, aber der heilt sich nicht, das habe ich vorher schon gesehen. Er geht so wieder da nach hinten. Aber er heilt sich nicht. Er bleibt so. Jetzt haben wir zwei, gell? Warte, den einen sage ich aus. Na, jetzt kleckere ich mich auch gerade wieder mit rum. Ich habe eine ganze Attacke getroffen von den letzten paar. Wieso, ich bin weg von dem. Wieso kriege ich da kein. Irgendwie ist jetzt da ganz Schwert ausgewählt gehabt und habe dann aus Ei, irgendwie hat das nichts gebracht gerade. Ja, gut. Heilen wir sie. Für einen Bein hast du nur Blut. Ja. Aber ich bin auch froh jetzt von dem Typen zwar 5% Blut, aber es wurscht reicht. Aber die Pistolen sind irgendwie, weiß ich nicht. Der hupft ja dauernd hin und her. Ich stehe immer wie ein Bock beim Schießen. Wenn auch gerade mit einer Pistole denken wir, solltest du eigentlich, weiß ich nicht, flexibel sein, aber nein. Man merkst es beim Kämpfen, mit der, dass du immer wieder keilt wirst mit jedem Schuss, was du machst auf den. Nein, nicht wirklich. Unter deinem Charakter siehst du jetzt so in 1, 1, 1, 1. Es ist nicht viel, 1 bis 5 teilweise, aber wenn du das ein paar Sekunden lang hast, hast du da wieder 20, 30 Leben. Und über einen Bosskampf, der lang dauert, kommt schon was zusammen. Mein Bruder hat mir heute gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe die zwei Heilfähigkeiten angelegt, sagt er mir, die habe ich auch angelegt. Die hat er deswegen angelegt, weil Heilung ist ja so overpowered in dem Spiel, da kannst du ja schon bald nicht mehr sterben, sage ich, ja eh, danke. Super, habe ich mich wieder gut gefühlt. Wie kann ich ja wohl sterben, auch mit Heilung? Ja, aber die Häuser eine. Da hat es damals immer viel Loot gegeben. Was gibt's denn da drin Tolles? Ein Behälter. Münzen gibt. Münzen bin ich draufgekommen, wenn man so Münzen für die Samen kaufen braucht. Die gibt es immer auch gut in die Kästen, in die Häuser drin. Da auch wieder. Aber sonst ist da der gleiche Loot drin wie in anderen Städten. Da hinten ist ein Boss normalerweise. Ich hab einen Mark geschossen. Renn rüber. Das ist der Boss, was? Ja, Wilfried irgendwie. Ja, es ist der Wamp da. Das ist der Ding. Da war der Werwolf-Boss. Hm? Ah, okay, gut, der bringt sie auch nur in der Nacht, glaube ich. Den kannst du in der Nacht umbringen. Also war jetzt ein wenig zu easy, glaube ich, wenn wir ihn jetzt umbringen. Also, weiß ich nicht. Also, wenn ich schaue, wie wir mit den normalen Werwolf kämpfen, möchte ich gar nicht wissen, wie ein Boss ist in dem Level. Also. Ja, schwieriger als das jetzt. Ja, wie gesagt, wir könnten einfach einmal zurückgehen oder nach Norden weitergehen, schauen, was da oben los ist. Wir könnten aber auch einfach zurückgehen dann und mal schauen, ob wir einen Ring craften können und uns einmal diese komischen ein paar Gefangene holen, dass wir immer kurz Blut haben. Das wäre einmal, glaube ich, ein guter Start für weitere Expeditionen in den Norden. Ich habe heute unter Docks immer wieder alle Stunden eingeloggt, habe die Blutrosen angefarmt, ich habe 400 Blutrosen für Heiltränke, wenn es notwendig ist. Aber ich glaube, die Ungeziefer-Salbe macht das Gleiche, weil im Kampf ist die Heilung so beschränkt, dass die Ungeziefer-Salbe sich genauso ausgeht,
zu heilen genau gleich ausgeht wie das andere. Im Gegenteil, ich glaube, man verschießt sogar viel Materialien mit den besseren Dinger da. Toll, also ist tot gewesen, nur immer. Finde keine Gegner. Ja, da oben siehst du dann auch keine Minimap mehr, gell? Und keine Map und gar nichts mehr. Ich schau grad, ich tu mich gerade ein bisschen da umschauen. Da muss irgendwo der Frau schon sein. Eieiei, da habe ich so ein ganz böses Etwas gefunden. Was ist denn das für ein Viech da? Du musst flüchten. Drei von denen ist auf jeden Fall zu viel. Fluch des Waldes. Im lieben Nebel kann man sich leicht verirren. Ja, klar. Mein Produkt geht da schon wieder ein Ende zu. Meins auch. Ich hätte gern nur ein so ein Viech angegriffen und nicht so viel. Der Nebel war früher nicht da. Also, dass man gar nichts gesehen hat, weil da bin ich schon mit Minimap rumgerannt, glaube ich eigentlich immer. Dieses unsichtbare Viech ist nervend, ja. Ja, Problem ist kein Blut, kein Leben, kein Leben. Schreit nach Tod gerade irgendwie. Hui. Da ich die Minimap nicht sehe, wo bist du? Richtung meiner Markierung. Wo ist deine Markierung? Beim Dorf. Da habe ich extra eine Markierung gesetzt, damit ich da wieder herfinde. Sieht man den nur noch an der Markierung? Cool. Muss ich noch eine setzen. Leute, das ist aber ein. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen klein für den. Ich meine, die sind einzeln machbar, aber. Leider sind die nicht immer einzeln. Jetzt können wieder Werwölfe klopfen, gell? Ja, ich hab gerade auch noch mal schon ungewollt. Ungewollt? Ja, ich war drin, wo es noch höher war. Ich hab einen normalen ausgesagt und ein Werwolf. Aber das ist irgendwie viel schwer da herum. Das ist unmachbar. Und deswegen haben sie wahrscheinlich die anderen Sachen eingefügt. Damals gab es nicht so eine Waffe, so eine Splitter, die man bauen kann. Die können wir nämlich schon bauen, glaube ich, bevor wir da her müssen. Das haben sie vielleicht eingebaut, damit man ein bisschen mehr Brücken hat.
Ich meine, bin hier gerade, die Spinnen herum sind nicht so schwierig. Nur diese unsichtbaren Viecher da sind lästig. Bis jetzt. Das ist einfach zu schwer. Ich brenne da gerade noch ein bisschen rum und dann verzieh ich mich und probiere was craften in der Base. Wow, solange ich nicht stirb, also wenn ich stirb, dann natürlich komme ich auch gleich zurück. Instant komme ich dann. Und dabei geht's noch. Bei Spinnchen umbracht, also ich finde den Weg nicht, bin jetzt zickzack gerannt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich da eigentlich jetzt hin muss. Irgendwie finde ich da jetzt nicht mehr, ja, gefühlt weiß ich, wo Süden ist, aber bruch. Ja, du rennst genau in die falsche Richtung. Siehst du mich? Ja, klar. Okay. Du rennst genau in die falsche Richtung, rennst nach oben. Da ist die Spinnenhöhle. Die wollte ich haben, weil da gibt es die Spinnen. Ja, genau, da gibt's halt da Minispinnen. Ah, die Zreis, gut zu wissen. Schau, ich schau gerade für die Runde. Also die Spinnen, da lassen Seidenrappen fallen, die wir nachher brauchen, ja. Daneben, da ist der Boss. Hä? Die Höhe, die Minimap ist wieder da. Hey, kannst du doch. Achso, da herkommen bringt es nicht viel, gell? Warum sollte? Naja, man sieht wieder was. Es gibt die Kokons, es gibt Seidenraupen, die wir nicht brauchen können, aber später ja brauchen. Das heißt, ich komme zurück, ramme aus und dann machen wir irgendeinen Boss. Entweder ich würde drauf vergehen. Ich kann mich erinnern, die Spinnentypen habe ich ein, zwei, dreimal probiert. Aber die habe ich ja lange geschafft damals. Die geht irgendwie, glaube ich. Dann haben wir das Seidenrezept. Und der Weg daher ist recht cool gewesen eigentlich. Also jetzt nicht wirklich viel Gegenwehr mehr gehabt. Ich meine, ich kann es auch probieren, die Bosse mal, aber ich kann nichts mitnehmen. Nicht einmal ein einziges irgendwas kann ich mitnehmen. Gar nichts. Also ich bin ziemlich am Ende da. Ja. Dadurch, damit jeder Boss und jede Kreatur da ja ein bisschen anders zu bekämpfen ist, kann man ja vielleicht, ist der vielleicht ja leichter als der Rest. Könnte halt sein, ne? Ich weiß nicht, wie, was ich da damals gemacht habe. Ich bin da durchgesprintet. Durch alles und hab einfach alles hinter mir stehen lassen. Und wie ich dann durch war, habe ich alles gekillt. Das kann aber nicht sein, weil die Gegner sind doch recht stark. Das geht sich nie aus. Das kann sich nicht ausgehen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte damals. Naja, das ist die Höhle mit den vielen Spinnchen. Das Problem ist, wenn ich da jetzt stirb, eher, was ich gerade habe. Und da ist der Boss, ja. Okay, und da habe ich jetzt ungefähr 25.000 Gegner. Hinter mir. Ich brauche jetzt ein bisschen Tierschutz.
Okay. Die sind lästiger. Sag einmal. Ach Gott. Das war jetzt ein bisschen lästig. So. Schaut schlecht aus. Für mich. Eieiei. Ach, wieder die Krücken mit der Himmel, so was. Es kann doch nicht die Reihenfolge sein, kann man das nicht prüfen. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, wie bringt da oben fast nichts viel da oben? Ja, der Boss ist ein bisschen deppert. Sagen wir es mal so. Der was. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er unschaffbar ist, gell? Weil. Ich glaube, jetzt solange ich auf die Hälfte braucht. Aber ja, beim ersten Mal jetzt weiß ich ungefähr, was der tut. Der schießt sehr viel. Man sollte sehr viel reiner. Aber ich glaube trotzdem, wenn man zuerst nur ein paar Ringe craften unten und ein paar Heiltränke noch mehr mitnehmen, dann war es vielleicht nicht schlecht. Was so viel heißt wie der Rückweg ruft, soweit ich das war, das ist jetzt richtig deute gerade. Was haben wir sonst noch mit? Nix. Was das der Kreaturen-Buff eigentlich auch nicht schlecht ist, bei den gerade sich. Ja, Damage-Reduzierung, du kriegst weniger Schaden, wenn du das hast.
Boots. Toll. Na, ich glaube, die ist ein bisschen schwer noch. Kann das, das kann schon irgendwie hinkommen. Wo gibt es die vier Rezepte zum Seiden machen? Das soll uns auch ein anderes Rezept zum Reiter machen. Warte mal, ich bin ja gerade im Kampf mit so einem komischen Viech. Geh weg! Oh je. Ich sehe mich schon sterben gerade. Ja, tot. Jetzt habe ich so lange gespielt mit kleinen Ads, bis ich noch tot worden bin. Okay, Leute. Wir sehen uns dann wieder in der Base. Ich hole meine Leiche. Bis gleich. So, Leute. Da sind wir wieder. Wir sind jetzt in der Base. Tut ein bisschen rumcraften den Ring. Der Sigi ist auch schon da. Hey, moin, Leute. Der verschollene Sohn ist wieder da. Korrekt. So, wie gesagt, wir werden uns jetzt so einen fetten Ring machen. Das erhöht unser Level astronomisch auf 61 dann. Hey. Und ich wollte, ja, ich weiß, was ich machen wollte, mein Ring. Das ist ja auch kaputt. Grabstab und Trauerlilie. Ist das geschwind? Ja, lass das geschwind fertig machen. Holen wir auf die Trauerlilie. Jawohl. Wieder. Aber das Wachsen, das müssen die auch noch ein bisschen beschleunigen. Ja, ich hab heute geschaut, der Server und durchläuft ungefähr 4, 5, 6 ganze Tage und Nächte in-game, bis das einmal nachwächst. Also sicher über eine Stunde, es war auf jeden Fall über eine Stunde ungefähr, was ich rendern lassen, bis ich danach wieder was machen hab können. Also das ist schon irgendwie extrem lang für die, vor allem weil du kriegst dann 2-3 Heiltränke raus, die haue ich bei einem Try beim Boss raus. Die kann in Try locker 3 Heiltränke nehmen. Ja. Also das ist eineinhalb Stunden warten für einen Bossversuch. Ich meine, ja, soll nicht so einfach sein, aber es ist jetzt ja nicht unbedingt warten, da ist ja nicht unbedingt skillig. Ist ja nicht so, dass es jetzt durch Skill wir nicht weiterkommen oder sonst irgendwas. Es ist ja eigentlich nur, ja, wir kommen halt nicht weiter, weil das Spiel sagt, wir kommen nicht weiter. Nicht, weil es jetzt so schwer ist irgendwie oder so. Ja. Alles irgendwo hinhauen. Applaus haben wir das gemacht. Alles irgendwo hinhauen. Jetzt habe ich schon mittlerweile einiges an. Habe ich Gras? Ja. Jetzt habe ich mittlerweile schon einiges zusammengesucht. Geh, scheiß Pflanzen fassen. Einiges an diese Rosen und so beieinander. Mittlerweile kann ich schon ein bisschen was machen. Samen würde ich sagen, habe ich auch schon ein paar. Jetzt habe ich schon einiges beieinander, was ich da immer wieder dingseln kann. Blumen anbauen. Es werden mittlerweile schon mehr. 6 oder 7 sind es mittlerweile schon, glaube ich. Was ist eigentlich, wenn man die Riesenratte beschwört statt die kleinen Ratten? Was machen denn die?
ist die. Achso, du machst die mittleren da. Die mittlere, da, weil da steht Chance auf Samen geringer Qualität. Was für ein Samen? Geben die Blumensamen her oder was machen die? Rotzensamen, die spritzen ja. An. Ja, die brauche ich aber nicht. Ja. Ja, es wäre halt interessant, ob das was bringt, das Viech. Weil eigentlich, was weißt du, wenn das so irgendwie eine andere Matze ergibt oder so. Ist schon cool irgendwie. So, das passt. So Leute, wie gesagt, wir sind hier schwer am Craften vor allem, damit wir sich fertig machen, dann können wir beim nächsten Mal wieder einen Boss killen. Wunderprächtig. Nein, einen Boss killen. Wir können ja auch einen anderen killen. Dann sind wir ja dann eh super stark. Eigentlich sind wir für die Spinne auch schon ausgerüstet, muss man dazu sagen. Unser Level gibt ja immer das an. Unser Level gibt ja an, welchen Boss wir killen können. Wenn der Boss 60 hat und wir sind 61, sind wir bereit. Also nur im Internet, da in dem Guide, das ich letztes Mal gelesen habe, ist gestanden, die Spinne hat Level 60, aber die hat in Wirklichkeit, wenn ich da hingehe, hat die Level 62. Also die ist ein bisschen stärker geworden. Alles macht nichts, wir sind auch stärker geworden. Wir machen das. Ich wüsste aber einen Level, einen Boss zum Killen. Der wäre? Ein Wolf. Wo wir vorher waren gerade, oder was? Nö, da wo du die Wolfsgestalt herkriegst. Aha, den allerersten? Ja, der geht der, wenigstens auf. Der war, der wäre, ich geb dir aber recht, der wäre leicht zu killen, ja. So, was wollt ihr jetzt machen? Ja, genau, mein Ring. Das werden wir nehmen, Glas und also einen Geißelstein anhängen, muss ich zuerst machen, so. Dann brauche ich Glas noch, 16 Glas. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, mehr genug. 16 Glas. Jetzt geht das dann wirklich schon bald ein paar Sprachschädel löschen irgendwie. Ein paar was? Ein paar Sprachschädel löschen. Ich hab keine extra welche hinzugefügt. Ja, eben. Das wird immer mehr und mehr. Für gut so. Weniger ist ja blöd. Was tun wir mit einem Sprachchannel? Stört ja keinen. Es tut ja keinen weh, wenn da 5 sind. Vor allem ist das, das habe ich jetzt aus dem New World weggenommen und habe eigentlich den New World umbenannt in Sprach in allgemeinen Zocken. Und das ist jetzt allgemein für alle Spiele. Wir hängen nämlich irgendwie prinzipiell immer in Smallland rum und reden. Aber wir spielen ja nicht mal Smallland. Jetzt habe ich einen Universal-Channel gemacht, damit das passt. Und da denke ich mal, wenn wir andere mal wo zocken will, Universal, es gibt sich genug Spiele, die es auf meinem Server keinen Channel gibt. Und Universal ist dann nur am Ehren gebraucht. Deswegen habe ich da einen mehr gemacht. Ne? Aber die anderen bleiben bei 3. Warum könntest du die anderen alle löschen? Braucht eh keiner. Tut dir das irgendwie weh, wenn die da sind? Bei mir nicht, also. Das macht es unübersichtlich. Du kannst die Gruppen schließen, dann sind sie ganz klein, gell? Naja. Ich sag's dir nur, das kann man machen. Jeder für sich. Bei mir stören sie eigentlich nicht, wenn sie lieber besser sie sind da. Als sie werden mal braucht und sie sind nicht da. Weil dann verpissen sich die Leute und kommen sie nicht mehr. Wenn mal was nicht passt. Daher, lass es lieber da, kosten dann nichts. Und man kann es ja schließen, wenn sie zu groß sind. Ja, dann mache ich jetzt alle zu, bis auf Zocken. Ja, mach. Ich prinzipiell braucht man es dabei auch nicht. Sieht man das? Wenn ich jetzt in einen reingehe, das geschlossen ist, siehst du, dass ich da drin bin? Siehst du mit irgendeiner Markierung oder so in der Gruppenname um? Weil dann mache ich mir auch ein paar zu, aber das weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Das testen wir noch einmal. Das wird schon irgendwo. Oder spätestens, wenn ich liege immer links am Server, dann sicher, wer online ist. Aber egal in welchem Channel. Das heißt, man sieht links am Server im Maus-Ober, sieht man auf jeden Fall.
ob irgendwo wer ist. Ja, dann reicht's, dann kann man das jetzt zumachen, also das ist egal. So. Jetzt mache ich jetzt meinen Alchitisch. Jo Leute. Wir sind noch nicht fertig durch, aber. Was war das? Du denn? Wasabi ist weg. Achso. Ist ja da, ist er. Aber wo scheiß Internet. Ah, ob das das Internet war? Nö, ich hab keine Ahnung. Auf einmal irgendein Streamfenster gehabt. Das hab ich dann geschlossen und auf einmal war ich weg. Okay. Ehrlich braucht man das nicht, das Ding so gar nicht. I require more resources to make that. Ich nehme es mal mit, aber. Ja, den bist du sowieso mal ausgerüstet mit der Jägste. Nein, damit würde ich sagen, die Blutdinger haben wir angeschaut. Die Ungeziefertränke heilen 25% meiner Gesamtleben. Und man ist im Kampf ja eh so begrenzt. Ich glaube, also wenn die numerisch das nicht auch begrenzt haben, dann heile ich eigentlich ja eh. Selbst mit dem kleinsten Heiligen, da brauche ich die Blutrosengetränke eigentlich gar nicht, weil ich heile mit den anderen auch Vollgas dann schon hoch eigentlich. Und verstehe nicht. Ich meine, es bringt schon was. Wenn ich irgendwo außer Kampf bin, habe ich mir schon ein paar Mal gewünscht. Da bin ich da gestanden dann, mit fast keinem Leben. Blut auf den Viertel, hätte nur einen Try machen können oder nur angreifen. Konnte mir aber nicht heilen, weil ich dann leer war. Und gleichzeitig habe ich aber dann auch zu wenig gehabt, damit ich irgendwas tue. Da so einen Trank einwerfen, bist fast voll wieder. Das ist schon cool. Aber es ist irgendwie nicht so der super tolle Ultramörder-Sinn. Mit den Tränken, das haben sie irgendwie verhunzt, finde ich. Das ist irgendwie, die sind irgendwie. Man kann sie ja brauchen, aber sie sind irgendwie nicht so super, finde ich. Sind irgendwie nicht toll. Ich weiß nicht. Liegt mir irgendwie. Nicht so. Na gut. Ich müsste jetzt endlichst mal dieses komische Dino-Sarg bauen. Leute, das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Es ist jetzt so ein, wie gesagt, ein Herrichten für den Fight. Nachher gibt es wieder einen Boss im nächsten Part. Heute haben wir die Wölfe gesehen. Die Werwölfe oben. Dann die. Abgesehen von den Werwölfe waren wir noch bei den Spinnentussi. Mal die anschauen, war auch recht spannend. Killt haben wir da nichts, aber wir rücken langsam aber sicher weiter Richtung Norden vor, wo wir halt dann eigentlich ja irgendwann jetzt da zu schweren Gegner angelangen sollten. Oder schon sind, je nachdem. Warum geht das nicht darüber? So. Gut, das heißt, wir sind ausgestattet. Ja, passt. Schauen wir uns noch, was wollte ich noch machen? Ah ja, das eine Ding. Und dann noch schauen. Ich finde es hochsinnig, dass die Minimap und die Map weg ist. Du hast keine Ahnung, wo du da oben hier rennst überhaupt. Kommen wir aber wieder. Mir ist in der Höhle von den Spinnen drin, kommt die Map wieder. Und wenn du zu lange im Dschungel bist, wird sie langsam weniger, wenn du spawnst, wie ich gestorben bin. Hast du die Map beim Hirenner, bleibt sie am Anfang dran, sie wird ganz langsam nebelig, da bist du aber schon lange in der Höhle drin und dann verschwindet sie nicht mehr. In der Höhle bleibt sie. Also es dürfte nur im Dschungel sein, wenn du lange im Dschungel da rumrennst oder so. Ja, lang. Ja, ein paar Minuten halt, ne? Viel mehr können sie nicht machen, weil sonst wirkt es ja nicht, ne? Die wollen dich ja ärgern damit. Vermutlich. Weil ich hab mal unter den Marker gesetzt beim Dorf und den sehe ich noch. Ne? Ja, das hätte ich auch machen sollen, damit ich wenigstens weiß, wo der Eingang einer ist. Das habe ich nämlich nicht gemacht und somit nicht gewusst, wo ich bin.
So, jetzt für die verbesserte Blutessenz habe ich Kupferbahn und Bretter. So, jetzt habe ich eine Frage. Diese Diener-Särge, wenn ich jetzt so hinstelle, dann muss ich der Diener eine kennen, ne? Kann ich jetzt irgendwo hinpflastern oder müssen die jetzt irgendwie speziell toll erreichbar sein? Na warte, wenn ich bei dem Schloss bei mir einer komme, komme ich da her. Türen kennt mein Schloss sowieso keine. Das heißt, wo hätte ich denn da Platz für sowas? Ich mache meinen eigenen Raum oder ich hucke jetzt in die Haupthalle oder irgendwo hin. Die Haupthalle, das vielleicht ja cool ausschaut. Links, rechts bei meiner geht die Särge aufgeschlichtet nebeneinander. Das wird ja vielleicht gar nicht so uncool ausschauen, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie der obere Stock funktioniert. Du hast ja schon einen. Wie tut denn der? Ich hab nur die Stirn auf, aber sonst gar nichts. Achso. Ja, ist natürlich auch nicht so wild, ja. Hab ich noch nicht weitergebaut. Balloon. Ja, weil Stiege viel größer sind. Was eine pompöse Treppe, ey. Uiuiui. Ja, aber das gefällt mir nicht, Sigi, weil ich kann es nur auf eine Seite machen. Gibt aber gerade auch, also die hast du eh gerade. Da geht's ja nicht aus. Naja, weil die Seilenweg reißt schon, oder? Ja, denke ich schon. Aber Stiegen hinter, Fenster hinter der Stiegen schaut auch blöd aus, oder? Kann man weggeben wieder. Nein, geht sich nicht aus, schon. Muss ich meinen Aufgang irgendwie anders basteln, weil die gehen sich auch nicht aus. Und schon gar nicht zwei nebeneinander, weil brauche ich die vier Felder. Das ist super. Ja, nein, ich baue normal groß, aber ich baue eben nicht so groß. Dann so wie man halt denkt, dass es reicht. Ne? In dem Fall hat es halt nicht gereicht, sagen wir es mal so. Ja, das kriege ich jetzt auch nicht mehr weg. Bei mir ist es gerade ausgegangen, dass ich alle links, alle rechts noch und dazwischen habe ich genau ein Vödel frei. Ne? Weil du musst ja oben auch irgendwo dann gehen können, weggehen können. Ich meine, ich kann schon was machen. Ich kann da hinter dir raus machen. Mache ich da dir und gehe da hinten raus. Und da stelle ich die Särge hin, weil da mache ich eh nicht mehr viel hin, weil dafür brauche ich einen oberen Stock. Aber wo zum Henker mache ich dann einen oberen Stock hin? Brauche irgendwann einen oberen Stock auch. Wo mache ich die Treppe? Nein, nicht muss ich die Treppe da hin machen, wo. Warte mal, ich mach mir da mal ein Tier aus, ich sehe da nichts. Wo ist denn da? Du Hurensteinziegel. Hä? Du musst da nicht einmal noch einen Traum. Das reicht eh so. Den brauchst du aber für die Diener zum Befehligen, gell? Ja, den störe ich dann, wie wenn wir es ausschaffen. Die Dinger, die Viecher können da irgendwas holen, ja, soweit ich weiß. Aber ich überlege mir gerade, wo ich da. Ja, ich könnte da irgendwo schon die Treppen auch machen. Und den Raum versetzen. Da Brader machen und da. Da eine Treppen eine machen. Weil der Raum ist eh für den Arsch da eigentlich. Weil ich will nicht da herüber und das da drüber was haben. Ich will nicht da umrennen müssen, an meinen Sarg und Thron vorbei, dass ich den ersten Stock komme. Ich will von den Crafting-Räumen da aufkommen. Das, das hört sich gut an. Ja. Das werden wir machen. Das hört sich gerade nach einem Plan an. Ich muss mir überlegen, wie ich die Treppen da reinbringe, weil so ganz klar bin ich mir da nicht drüber. Was macht das da? Ah, 400 zu Steinen, das sollte doch reichen mal. Das heißt, die machen wir mal. Ja, das ist eigentlich schon groß. Da kann aber für die Diener da draußen noch jetzt reichen, ne? Achso, das wird ja der Alchi-Raum da draußen, gell? Dann machen wir einen Alchi-Raum da hier. Passt. Okay, also Alchi-Raum da raus. Und geschwind abholzen. Ha!
So, was mache ich da jetzt her? Bissel könnte ich noch umbasteln, aber viel nimmer. Sag mal, seit wann hat er so viel Bahn? Alter! So, jetzt ist die Frage, was sagt ihr? Soll ich die Alchemie herunten lassen und die Diener einen ersten Stock aufschicken? Ja, oder? Weil die Diener brauche ich seltener, oder? Schicken wir ruhig nach oben. Aber die Diener brauche ich weniger oft eigentlich. Also die machen eh. Ja. Das brauche ich Alchemie, Bodenbelag, Schwefel und Blutessenz. Den Boss werden wir, glaube ich, auf morgen verschieben. Hm. Na, probieren können wir nicht noch. Nee, schauen wir jetzt auf die Uhr. Ich gehe um 12 Uhr anfangen jetzt auch wieder. Na, brauchen wir nicht. Geht eh vorher. Ich muss nur, weil die Aufnahme ist eigentlich fertig, ich bin bei 49 Minuten, ich will nur mal den Raum hier bauen. Und da fehlt mir nur meine Blutessenz, da ist was. Ja, Schwefel fehlt mir wahrscheinlich auch, aber... Gut, man kann ja nicht alles haben. So. 17, das geht's ja aus, so. So, das sollte reichen mal. So. Morgen. Hoffe, dass die Hütte größer werde. Und so ist das Ganze. So, das da. Stimmen wir mal da her. Das Ding. Da her, das nervt mich eh nur da drüben, wenn es alles so voll spammt mit den komischen Viecher. Die hier. So. Dann reißen wir den Boden da raus. Blockt bei Schlosswand. Jetzt gehen wir am Arsch. Muss ich ernsthaft die Wand einreißen? Lass mal so. Ja, du hättest halt den anderen Boden einfach drüber setzen können. Stimmt. Aber wenn man das nicht probiert, weiß man es nicht. Aber gut zu wissen. Danke. Da ich aber im Endeffekt das meiste Gutstag eh zurückkriege, ist ja nicht so schlimm gewesen jetzt. So, da will es irgendwie da, wo es jetzt irgendwas einer treppen. Da muss das auch noch weg, das geht sich nicht aus. So. Muss halt irgendwo da herkommen. So. Gut. Na, wo ist mein Schlossbelag da? So. Die Treppe wird noch mehr Platz brauchen, vermutlich. Na, geht sogar. So, wenn ich jetzt da auflatsch, komme ich genau nirgends hin. Jetzt geh aufs Dach.
Und da baut man jetzt einfach so weiter, oder wie? Da kann ich ja so nicht einmal... Oh ja, kann ich. Ja, warum magst du da die hin? Damit ich ja doch aufs Dach kriege, sonst ist es offen. Ich muss ja die schließen da. Sonst kommen die Treppen nicht rauf. Das hätte ich hinter der Stirn gemacht. Geschlossen und mit der Tier in die Stirn rein. Na ja. Wieso? Ist ja okay. Ich komm auf und geh durch die Tür. Achso, du tust wieder Urrassen mit dem Platz. Du hättest eins freilassen und da die Tier hergesetzt. Ich hätte gar kein Tier gesetzt um Mahlzeit. War ja nicht gegangen. Dann ist die Decken ja nicht zu. Haben wir ja schon festgestellt, dass du rundum zu sein musst und nur die Säulen nicht reichen. Dann hast du ja Sonnenlicht da oben. Irgendwann von den drei muss ich hin. Und bevor, das bleibt nur die Tür irgendwie eigentlich so gesehen. Also du willst Sonnenlicht oben haben, dann ist es egal. Es geht anders da auch. Du musst halt den Raum größer machen, du musst halt die Tier mit rein in den Raum. Ja, du hast die Tier an seiner gesetzt, da wo ich jetzt aussteht, da die Tier her. Nein, für was brauchst du ein Tier? Hä? Dass ein Dachel drauf kommt dann. Ich sag ja, ich hätte die Tier mit in den Raum eingebaut. Dann brauche ich kein Tier nicht. Wo hast du es hergesetzt, da? Ja gut, was hast du jetzt vor? Ich meine, einmal zwei oder was? Raum oder? Alter, du Gescheiter, ich bin ja noch nicht fertig. Ich hab original mal dir gemacht. Und ich brauch kein Außenterrassentor Klander, wenn ich das nicht da her sitze, sondern da, woher verliere ich ein, zwei Steiner. Ich baue nicht optisch, ich baue auf Effizienz. Das heißt, ich brauch nicht das nicht irgendwie, dass es hübsch ausschaut, das ist mir wurscht. Ich will nur, dass ich will nur das Ding machen. Und somit brauche ich jeden Star. Scheiße, so ein bisschen Steiner. Weil wenn ich die eine setze, habe ich da rundum was zum Gehschehen. Ja, okay, aber irgendwie verschwende ich den Star, finde ich dann. Also. Daher mache ich die Türe gleich hin und hoffe, dass ich einen Dachel draufbringe. Wo ich langsam so meine Zweifel habe, dass das geht. Irgendwie glaube ich, das schaut irgendwie komisch aus gerade. Pass auf. Schauen wir mal, was wir da wo hinsetzen können noch. Ach Gott. Alter, du magst da Sonnenterrassen, dass du schön sonnen kannst. Ja, das meine ich. Und das hätte ich auch gehabt, wenn ich da kein Tier reinmache, hätte ich das, wenn ich das so zumache, weil dann hilft es mir nichts. Du hast es da hergebaut, das Tier, dass du rundum da so einen Sonnengang hast oder so. Aber das schaut gut aus. Das haben seine Videos gezeigt. Aber das ist Verschwendung von den Steinen rundum, weil du kannst ja nichts machen dort dann. Ich hätte gar kein Tier gebaut, habe ich dir schon gesagt. Dann hättest du halt kein Dachel gehabt. Oh ja. Dann bau das einmal und sag mal, wie es geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Indem du die Stirn mit in den Raum einnimmst, habe ich schon dreimal gesagt. Wie soll ich das gehen? Was soll ich da wo hingehen geben? Na, wenn du die Stirn mit in den Raum einbaust. Was ist da so schwer zum Verstehen? Ich weiß nicht, wo ich die Stirn einbauen soll, deiner Meinung. Die Stirn steht da. Wo soll ich die in einen Raum einbauen? Indem du einfach da Wind machst, rund um die Stirn. Und von da die Wind bis auf weiter zu. Ja. Das ist ja unnötig. Wo soll ich die ganzen Wind da hinstellen? So drauf irgendwie. Das, was eh nicht geht. So. Geht das nicht? Muss ja gehen. Eigentlich nicht, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob es muss, aber es geht halt nicht, ne? Weil ich kann nicht, du kannst nicht auf Wander verwandt und du brauchst dann Boden, dass das geht, so wie da. Du brauchst ein Stockwerk. Weil du kannst ja über der Stirn gar keinen Boden machen. Dass das sitzen könntest, das ist ja voller Schwachsinn. Wo hast denn du der Stirn hingebaut? Du hast es eh mitten im Raum drin, ne? Du hast ein Dach über der Stirn, oder? Ich hab's nicht mitten im Raum. Na, du hast es hinter deinem Thron da, aber mit Dachel, ne? Drüber. Na, du gehst auch raus dazu, gell? Wenn du aufgehst, verschwitzt Dachel. Oh ja, ne? Ja, stimmt. Na, ja, na, dann geht das anscheinend nicht.
Ja, dann wäre ich meist irgendwie da anreißen müssen, weil ich dort kein Event drauf machen kann, was ein voller Schwachsinn eigentlich ist. Naja, prinzipiell gehst du ja nur kurz im Freien, das war ja wurscht, aber du verlierst ja die ganze Baufläche, weil ich will schon im ersten Stock was bauen, weil ich stehe ja auch sonst. Ich meine, ich kenne dort in die andere Ebene mit dem zweiten Herz, aber eigentlich glaube ich, egal wie viel noch kommt, ich glaube so viel ist es nicht, ich glaube, wenn ich die gleiche Fläche wie unten oben noch einmal habe, glaube ich eigentlich schon, dass das reicht. Weil dann brauche ich nicht nur ein zweites Herz irgendwo hinstellen. Weil für den ersten Stock braucht man anscheinend keins, für die untere Fläche schon, ne? Vermute ich jetzt, dass du oben kannst brauchst, sonst hätte ich sie schon gebraucht. Was ist denn mit diesen komischen Unsichtbaren? Kann man durch die vielleicht durchgehen, dass ich die über der Stirn bauen kann? Ich habe noch nicht ganz behirnt, was sie machen, aber das wäre möglich. Müsste man noch geschwind durchlesen, mal. Ich will noch geschwind. Ich will eigentlich nur geschwind die. Ich brauche diese komischen Dinger da. Die brauche ich. Bretter. Muss ich wieder Bretter herstellen, dann toll. Jo Leute, nur so nebenbei, es ist gerade ein bisschen schwierig für mich, das jetzt fertig zu machen in dem Part, wir werden es im nächsten machen. Weil das Problem ist, dass da oben, ich bestehe am Limit an, von meinem, am Limit von meinem Bauding, ich muss Herz upgraden. Will aber jetzt da nicht, einfach jetzt, ich könnte oben jetzt die Särge hinstellen von den Diener. Will die aber jetzt nicht einfach hier hauen, lieblos, sondern schon den Raum erst noch ein bisschen größer machen, dass man durchgehen kann besser. Das heißt, es wird jetzt noch ein bisschen dauern. Alleine die verstärkten Bahnen für die, fürs Herz-Upgrade craften 7 Minuten. Aber ich könnte Pause einlegen kurz. Warte, ich kann das machen. Wir machen einen kurzen Unterbrechung noch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Herz ist upgraded. Wir haben jetzt weiterbauen können. Ich habe das jetzt oben ausgebaut. Und jetzt haben wir auch schon einen Diener, sagt dort. Jetzt reden wir noch mit dem und dann ist die Aufnahme vorbei. Wir sind eh schon bei einer Stunde wieder. In der nächsten Aufnahme gibt es dann Gefängniszellen übrigens. Jetzt einmal geht sich das noch nicht aus. Jetzt kommt der Bahn nicht mehr. So, mit dem reden. Beanspruchen. Neue Form freigeschalten. Mensch dominieren. Okay. Befehlige deinen Diener zum vom Schlossthron aus. Hast Bauern Schlossthron. So, wo findet man den wieder? Nein, nein. Nein, nein, nein. Kraftbodenbelag, Befehl vom Schlossthron aus. Position, Dominanz, das ist da irgendwo. Na, du nicht. Schlossthron, oh ja, hier, ein kleiner. 16 Eisenbahn. So, das ist so ein Büffel. Na Gott, da kann man letztens gefahren für den Trottel. Schlossthron aus, so. Nö, ist mir. Der gehört zwar da runter, aber das ist mir irgendwie zu blöd. Ich stelle ihn einfach darauf irgendwo. Dann kann ich direkt neben meine Diener befehligen. So. So passt, weil das ist eh die 8, die bringe ich so auch her. So. Recognize my power. Dienerjagd. Maximize resources gathering by assigning your loyal servants to hunt in diverse territories. The success of each hunt relies on your servants' gear, perks, and the duration of the expedition. Discover new territories as you venture into the captivating world of Vardoran. Uncover prime locations for your servants to embark on their bloody hunts. Ja, geh daher. Add. Kann ich nicht, weil ich kein Add hab. Von daher geht das nicht. Werte das Schlossherz auf Stufe 4 auf und interagiere damit. Welcher Level habe ich da jetzt schon? 4? Na.
Level 3. Wasabi, hast du das auf Level 4 schon? Na, woher soll ich das nehmen? Ja, ich wollte fragen, ob du vielleicht das Radium schon irgendwo gefunden hast. Ich habe nur die Essenz immer hergestellt, aber das andere Radium, keine Ahnung. Die Urblutessenz, ja gut, die kriegst du aus den verbesserten Blutessenzen, okay. Ja, gut. Leute, das heißt, wir stehen an soweit mit den Quests da oben. Was aber so beharrst irgendwie, dass das Spiel der Gloomrot eigentlich nicht als neues High-Level-Gebiet einbaut hat, sondern integriert hat, weil eigentlich, wenn Gloomrot das letzte wäre, kann ich nicht jetzt schon, wo ich noch nicht einmal in der Silberlichthügel war, wo, da war ich damals ja schon, das war das High-Level-Gebiet, dann kann ich nicht hier das High-Level-Gebiet haben und da jetzt eine Quest für Radium Alloy kriegen, dass ich da oben erst kriege, ja. Das heißt, Gloomrot ist nicht mal das. Ein Teil davon dürfte nicht das High-Gebiet sein, sondern dürfte sich in den Prozess damit eindingseln. Was übrigens auch erklären würde, warum da oben die Bosse höher waren als wir. Weil dann heißt es so viel, wie wir müssen jetzt nach Gloomrot, weil da kriegt man auch diese Radium-Alloy. Und nachher vielleicht erst zur Spinne, das ist daher wahrscheinlich die Reihenfolge der Bosse. Tja! Soweit, so gut, setzt sich alles irgendwie zusammen auf einem gewissen. Ja, macht irgendwie Sinn, sagen wir so. Das erklärt nämlich, warum die Spinne so hoch rum ist. Und warum vor dem Spinnchen dann noch einige andere daherkommen. Den haben wir. Die zwei. Der weiß ich, wo er ist. Der ist. Ja, der ist rechts am Rand mittig, gell, im Berg oben. Der ist aber geschissen, das haben wir schon festgestellt. Ja. Okay. Die Ole da. Kennt man die? Norden, sehr weit entfernt. Die zum Beispiel. Wo zeigt das Blut hier? In die Richtung. Ja, das zeigt für uns direkt nach Gloomrot. Ja, das ist so. Das Gebiet dürfte mehrmals mehr geteilt sein. Das eine ist ein High-Level, das Norddom und Süd dürfte gar nicht high sein. Wir müssen ja nach Gloomrot, dann kriegen wir auch das Radium. Theoretisch. Ja, gut, aber das Radium ist ja jetzt nicht so essentiell. Nein, nicht. Nur wenn man die Quest weitermachen will, natürlich. Oder wenn man das Schlossherz upgraden will für mehr Teile, das habe ich gemeint. Aber sonst ist es jetzt eigentlich wurscht, das stimmt schon. Aber es ist wieder was ich nicht gewusst habe, dass Gloomrot anscheinend nicht nur High-Level ist, sondern die Hälfte davon ist anscheinend auch ein Low-Level-Gebiet. Sehr cool zu wissen. Ja, die Rüstung war wichtiger. Oder? Ja, und dazu müssen wir die Spinnentussi töten. Den Rest haben wir. Ja, den Rest haben wir auch nicht. Sicher. Nein, da hast du das Rezept fürs Leder. Ich nicht. Ja. Was? Makelloses Leder, da? Ich brauche nur das. Und das war das, was ich vorhin gemeint habe, wo das Mutantenfett herkommt. Das ist aber sicher neu. Und jetzt, wo ich weiß, dass wir nach Gloomrot müssen, bald. Wette mit dir, dass die Mutanten in Gloomrot rumrennen, die das droppen. Weil das kenne ich nicht von früher. Oder sie haben es so eingefügt. Unmöglich. Ich weiß von früher, ich könnte mich zumindest nicht erinnern, dass es früher Mutantenfett gegeben hat. Aber ich weiß auch nicht recht viel, wenn ich das so lange her ist, also könnte ich mich auch täuschen. Aber eigentlich wüsste ich es jetzt nicht, dass das gegeben hätte. Ich glaube, da mache ich da zu. I must gather more materials. Dann stelle ich auch noch 4 gegenüber hier, weil man kann maximal 8 machen jetzt. Da dürfen sich dann die Typen reinlegen, wenn sie wollen. Leer, keiner drin. Ha! Hat passenden Boden, nix. Gruftbelag, warte mal.
Ja gut, Leute, bevor ich jetzt weiterreden, darf ich da anfange zum Rumbauen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abo, like, Comment nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann und ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, war auch wieder super Unterhaltung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst einen Daumen da. Bis dann. Ciao.